Welchen Wert hat der Benchmark Fabrik des Jahres für Siemens? Das Gerätewerk in Erlangen hat nun ja zum zweiten Mal seit 2006 den Preis bekommen für die Fabrik des Jahres. Das macht uns natürlich sehr stolz, macht die Mitarbeiter sehr stolz, freut aber auch mich, weil damit der Beweis anzutreten ist, dass Produktion in Deutschland sehr erfolgreich sein kann, wenn man Qualität und Produktivität zusammenbringt, kontinuierliche Verbesserung, aber auch die Bereitschaft der Mitarbeiter, diese Veränderung aktiv zu gestalten und nicht nur zu erdulden. Das ist das richtige Stichpunkt. Mitarbeiter, die Produktion für morgen, wie verändern sich die Anforderungen an die Mitarbeiter? Auch in der Produktion der Zukunft werden Mitarbeiter eine wichtige Rolle spielen, als die kreativen Gestalter, als die Überwacher, als die Entscheider für nicht vorhergesehene Situationen. Aber dazu braucht es auch die richtige Qualifikation, braucht es Mitarbeiter, die über den Tellerrand ihrer engen Arbeitsaufgabe hinausschauen. Stichpunkt Industrie 4.0. Was steuert Siemens oder welche Bereiche von Industrie 4.0 bedient Siemens mit seinen Produkten heute und künftig? Wir sehen drei wesentliche Elemente unter dem Konzept Industrie 4.0. Das eine ist die Organisation von komplexen Produktionsnetzwerken, die auch über Werksgrenzen, über Firmengrenzen hinausgehen. Und dafür braucht es, was wir Manufacturing Operations Management nennen. Das ist ein Manufacturing Execution System, das dann über diese Werksgrenzen hinausgeht und das die Verbindung herstellt zwischen der klassischen Automatisierung, der tatsächlichen Produktion und der PLM-Software, in der all die Produktionseinrichtungen und die Produkte gestaltet wurden, und dem ERP-System, das das ganze Unternehmen steuert. Und genau in diesem Schnittpunkt halten wir uns auf, haben Angebote für unsere Kunden mit einem Simatic IT, unserem exzellenten MES-System und einem breiten Angebot an PLM-Software. Danke.